Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together. The Walking Dead. The Walking Dead, genau. Und ja, wir waren jetzt hier in diesem Zimmer, in dem sich eigentlich Mark ausruhen sollte. Eigentlich. Eigentlich. Oh, das ist ein Fenster. Das haben wir noch nicht angeguckt. Ein Sturm. Sehr interessant. Sehr interessant, ja. Da wollten wir jetzt gucken. Und da wollten wir jetzt einfach mal gucken. Ja, das Bücherregal mal angucken. Dahinter ist auf jeden Fall ein Raum. Dahinter ist auf jeden Fall ein Raum und ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein, denn ich will jetzt echt wissen, was dahinter drin ist und ich hoffe, da ist jetzt nicht Mark oder so. Das wäre schlecht. Mhm. Ich meine, warum zur Hölle sollten sie da ein Bücherregal vorschieben? Das war gerade gar nicht laut. Nee, irgendwie gar nicht so. Ne? Gar nicht schwer. Nee. Naja. Okay, also gucken wir mal rein und was passiert da jetzt? Oh fuck. Ja. Was zur Hölle haben die mit dem gemacht? Ich hoffe, er ist noch nicht tot. Untot. Nein, er ist noch nicht tot, er redet noch. Was zur Hölle? Oh, fuck. Scheiße. Die haben seine Beine gebraten, gekocht, was auch immer. Grillfleisch. Super. Fuck, runter, schnell, 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 schnell. Wir müssen Clementine irgendwie davon abhalten, zumindest mal, dass sie das isst. Rein da, rein da, rein da, rein da. Nein, 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 ist es nicht. Boah, wir haben es geschafft. Der ist... Ja, haben wir. Und Doc isst... Mark ist oben, ohne und Beine. Mann! Aber es ist die Wahrheit und manchmal... Naja, manchmal... Muss das sein. Ist die Wahrheit eben... scary. Geh hoch und sieh's dir an. Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. Boah, Mann. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Er wäre doch nicht gestorben von dem fucking Pfeil in seinen Schultern. Oh mein Gott. Aber wir sind nicht wie die. Seid doch alle krank. Ihr seid richtig krank. Kannibalismus ist echt nicht die Lösung in solchen Zeiten, Mann. Aber Mark wäre nicht sowieso gestorben. Er hatte nur einen Pfeil in seinem Schulter. In seiner Schulter. In seinem Schulter. Kenny, schnapp dir deine Waffe los. Fuck. Ob das so eine gute Entscheidung war, weiß ich jetzt auch nicht. Alles wird gut. Positiv denken. Oh Mann. Lass sie los. Drecksack. Schwan. Da kommt, glaube ich, gerade Mark angerollt oder sowas. Ich weiß angerollt? Nicht. Ja, es hat sich gerade so angehört, als wäre die Treppe runtergestürzt. Ist er auch. Oh Mann, Mark. Scheiße. Wir müssen ihm doch irgendwie helfen können. Oh Mann, diese Säcke. Alter. Das stimmt bei denen nicht. Toll, haben wir gut gemacht. Ist Lily schwanger oder ist sie einfach nur schlecht? Ich meine, was sie gerade erlebt hat, war zwar nicht so cool, aber... Ja. Oh Mann.
person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not the time. Oh, Mann. Bist du okay? Ja, wir sollten vielleicht Clementine mal fragen, ob sie okay ist. Oh Mann, es hilft nichts, Larry, Mann. Du nervst nur. Solltest dich nicht so aufregen. Naja, wir sitzen fest hier. Aber trotzdem, wir sollten jetzt erstmal ruhig bleiben und versuchen, irgendwie anders hier rauszukommen. Denn Klopfen hilft uns nicht weiter. Naja, als er sich im anderen Geschäft hier raus. Ich sehe keinen Weg raus. Vielleicht können wir da oben durch, aber... Aber ich weiß nicht. Also wir schauen uns erstmal um. Weil vor allem der Fettsack da durchpasst. Ja... Mann, wir schauen uns erstmal um und dann reden wir mit allen. Sind wir gerade im Kühlraum. Hier scheint dann bestimmt auch sehr kalt zu sein. Also ich wollte jetzt nicht eingeschlossen sein unbedingt. Naja, wenn ich jetzt der Konstrukteur davon gewesen wäre, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt so... Fenster. Ja, so ein Fenster oder eine Tür ja. Gegen die Decke gestellt. Ich meine, ja, drunken Architekt. Ich möchte dahin. Vielleicht, hoffentlich. Nein, sieht nicht gut aus. Nein, da hatten wir leider kein Glück. Dann mach! Oh, scheiße. Nicht schon wieder. Und er hat wohl gerade ein Herz. Und diesmal sieht's gar nicht gut aus. Scheiße, Mann. Das hat er jetzt aber irgendwie auch nicht verdient. Er darf nicht tot sein. Wenn er tot ist, dann sind wir alle am Arsch. Denn ich will nicht mit einem 2 Meter großen Typen Zombie in einem Raum eingeschlossen sein, ohne Waffe. Ja, er ist ja kein Zombie, er ist ja nur gestorben. Oh Mann. Er ist ja nur gestorben. Er ist ja nicht gebissen worden. Kenny sagt genau, was ich auch gesagt habe. Doch, der ist gestorben, der Typ. Und der. Ach, stimmt, ja. Doch, der ist gestorben. Ja. Was sollen wir machen? Wir können Kenny helfen? Wir können ihn nicht töten, solange er tot ist. Aber wenn wir Kenny helfen, dann sind wir bei Kenny irgendwie. Aber dann sind wir bei Clementine und Lily durch. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Aber wir kriegen ihn nie wieder zurück. Sehr positiv. Mann, oh Mann. Ey, wir müssen ihm helfen. Wir können das nicht riskieren. Ja, okay, du hast recht. Wir können das nicht riskieren. Ich würde Lily ja gern helfen, aber... Wir müssen Kenny helfen. Das tut mir echt leid, Mann. Es tut mir wirklich leid, Lily. Tut's wirklich. Oh, Mann. Ku. Oh, Mann. Komm schon. Du tut es echt leid, Lily, Mann. Wir wollen das nicht, aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt echt keinen anderen Weg. Oh Gott. Ah, oh, the fuck. Das war gerade scheiße heftig. Gott. Oh nein, und die Arme. Nein, die Arme. Wenigstens musste sie nicht hingucken. Ja. Aber er würde bald tot gewesen sein. Wir können diese Chance. Ja, konnten wir nicht. Nein, bitte nicht. Na, Mann, sie tut mir echt leid gerade, aber... Das ist mal eine harte Zeit. Mhm. Dein Walkie-Talkie. Gute Idee. Those pretend talks with your mom and dad, don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out?
Bestimmt bald. Bestimmt. Erstmal angucken. Erstmal, ja. Boah, Mann, das tut mir echt leid jetzt, aber... Ich sagte, ich wollte Larry loswerden, aber so wollte ich ihn jetzt auch nicht unbedingt loswerden. Und es tut mir echt leid. Okay, ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Lily reden. Ja, wir sollten. Und das können wir uns mal angucken. Versuchen, hier rauszukommen, ja. Wir sollten hier rauskommen. Seems like a long shot. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Mist. Die haben unser Multi-Tool. Das hätte uns jetzt echt geholfen, aber nein. Natürlich. Ein Fingernagel. Vielleicht hat jemand anders eine. Ja, mit dem Fingernagel würdest du es vielleicht schaffen. Aber ich zum Beispiel würde es auch nicht schaffen. Ich glaube, Lee und so auch nicht. Und Lily hat, glaube ich, gerade echt gar keinen Bock. Ja, okay, ich denke. Ja, da mehr als das können. Ich denke, dass er wird da genau das Gleiche sagen. Vielleicht. Wir müssen uns echt mal. Er hat gemeint, eine Münze würde gehen. Vielleicht können wir uns echt mal nach einer Münze umschauen. Ich glaube, eine Münze würde wirklich gehen. Also, es sind ja relativ große Schrauben gewesen. Also, die Öffnung da. Haben wir gemacht. Ja, die Klimaanlage könnte unser Ausweg sein. Sagen wir es aber jetzt einfach. Wir müssen uns echt darauf konzentrieren, hier wieder rauszukommen. Ja. Aber die Klimaanlage ist doch niemals... Die ist doch derbe klein. Wer soll denn da durch außer Clementine? Ich will das Clementine echt nicht antun. Und wo sind eigentlich Duck und Katscha? Haben die da noch festgehalten? Stimmt. Lass noch was anderes mit Kenny reden. Können wir noch was anderes mit Kenny reden? Also, wir haben ja mit. Nee, also das ich würde. Über deine Familie nicht. Vielleicht. Mann, dann halt nicht. Stimmt. Und jetzt will ich noch das andere. Deswegen haben sie sie also behalten. Ja, es ist nur du und ich. Muss ich gerade mal husten, tut mir leid. Ich hab auch schon. ja, Clementine haben wir ja schon geredet, eigentlich. Müssen wir ja jetzt nicht nochmal. Und mit Lily zu reden, wir können es nochmal probieren. Wir können es ja nochmal probieren. Wir brauchen diese Münze. Wir brauchen Münzen und vielleicht hat sie welche. Du musst nicht zusammen. Nein, das würde ich nicht sagen. Larry würde wollen, dass du weitermachst. Bestimmt. You think he wanted this? Of course not. You don't know what he wanted. You never knew him. You never gave him a chance. Maybe not. Maybe. Er gab uns auch keine. But I know he loved you. Das ist wahr. He'd want you to get out of here. Ich glaube, das hätte er wirklich gewollt. Ich meine, er wollte ja da rausbrechen. Something about keeping coins in his pockets. In other words, my father's more useful to you dead than alive. If he was alive and had the key to getting us out of here, do you think he'd keep it to himself? What do you want? My blessing to loot his corpse? Sowas in der Art. Permission. Do what you have to do. Okay. Man, wir wollen ja nicht seine Leiche plündern, aber wenn er wirklich die Münzen hat, dann könnten die uns da echt rausbringen. Also probieren wir es. Oh, ich mach das ungern. Ja, ich auch. Ich meine, erstens Larry anfassen und zweitens auch noch seine Leiche. Lecker. Mein Gott, sieht das brutal aus und die Gehirnstücke, die da aus so rumliegen. Boah, ist das. Ist hart. Boah, wir haben dem alles vom Oberkiefer abgespalten irgendwie. Ja, erstmal dahin. Ja, da willst du jetzt hinlangen, ne? Hey! Ha! Bist gut. Ich weiß halt, wo man das findet, was man braucht.
Okay, sollen wir das in der nächsten Folge machen, oder? Ich würde sagen, wir machen das einfach in der nächsten Folge, damit wir es ein bisschen spannender machen. Ja, bis dahin, Leute. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Together The Walking Dead. Tschüss. Tschüss.